Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mal mit einem Replay von der Graf Zeppelin. Und das letzte Replay ist dann wirklich schon sehr lange her. Denn das letzte Replay habe ich damals noch von Private Pinguin eingesandt bekommen, beziehungsweise ich habe ihn drum gebeten und der hat es mir dann freundlicherweise zukommen lassen. Und da war die Graf Zeppelin noch in einem Status, wo man sagen muss, holy fuck, war die da geil. Ja, danach wurde sie so verschlechtert, dass sie danach holy fuck, war die dann scheiße tituliert werden hätte müssen. Und dann wurde sie sozusagen entfernt. Allerdings für alle Leute, die die Graf Zeppelin da schon gekauft hatten und sie danach behalten haben, also man hätte sie zurückgeben dürfen, die haben jetzt sozusagen, sind in dem Graf Zeppelin Test dabei, deswegen heißt sie auch GZ Test 1, und die sollen jetzt zusammen mit dem Entwicklerteam sozusagen das Spiel bzw. das Schiff so hinbekommen, dass es endlich balanced ist. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was hier der Spieler da anstellen kann. Bei De La Russe auch schon öfters mal hier auf dem Kanal den gesehen. Und ich lass ihn da einfach mal machen. Also richtig auskennen tue ich mich ja dann nur wirklich so semi. Gerade bei Flugzeugträgern. Da gucke ich mir dann einfach immer mal gerne an, was der Spieler so macht. Wo er mit seinen Staffeln hinfliegt. Er hat hier zwei Jägerstaffeln platziert und die drei Torpedostaffeln bleiben alle zusammen. Also achtet nicht auf meine Maus. Das ist nämlich nicht von Relevanz. Aber wir sehen ja immer ganz gut. Warte mal, ich tue sie mal so weg. Dann interessiert sie hoffentlich keinen. Und da sieht man jetzt schön, die Jäger da reinfliegen. Hat hier da schön schon was weggenommen. 5 an der Zahl. Und da will er das gleiche nochmal machen. Und sehr schön, dann nochmal reingegangen. Und jetzt wollen hier die Bomber weg. Da hat er seinem Mate sehr guten Support gegeben. Und gleich mal 9 Flugzeuge vom Himmel geholt. Gegnerischer Flugzeugträger ist ja in dem Fall auch eine Graf Zeppelin. Also wenigstens da fairste Mittel an dieser Stelle. Warte auf Anweisungen. Warte auf Anweisungen. Ende. Mal schauen, wann er jetzt endlich auch mal seine Torpedos ins Ziel bekommt. Da ist er gerade noch so ein bisschen zögerlich. Die Missouri, die ist da eigentlich ein ganz spannendes Ziel. Aber die weiß natürlich auch sofort, was ihr da jetzt blüht. Gemeiner Teichmolch. Und da will er die voll von vorne anfliegen. Da gehen einige Flugzeuge zugrunde. Und da sehen wir, in dem Fall ist er ja mit Bomben unterwegs, hat 12 Bomben sehr gut getroffen. Keine Torpedos, Entschuldigung. Mein Fail. Man sieht es ja ganz gut hier unten, da sitzt Torpedo-Icon. Aber es ist halt einfach nach wie vor leider die Replay-Funktion so semi. Also, sorry dafür. Aber scheißegal, denn 48.000 Schaden sind so oder so sehr ordentlich. Auch wenn er da einige Flugzeuge hat lassen müssen. So, jetzt gibt es hier einen schönen Dogfight. Ziel zerstört. Warte auf Anweisungen. Und jetzt schaut es da für den Gegner wohl nicht so gut aus, denn das sollte er hier alles klar machen in der Luft. Zurück zum Schiff.
Anweisungen. Ende. Gruppe 4, bereit. Zwei Schiffe sind da von seinem Team schon weg. Warte auf Anweisungen. Gruppe 5, bereit. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Warte auf Anweisungen. Gruppe 5, behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Gruppe 6, warte auf Anweisungen. Greifen Gegner an. Und auch hier wieder jetzt da seine Jäger. Und wir sehen auch da die Icons teilweise ein bisschen merkwürdig, weil da stimmen sie beim Gegner zumindest. Deswegen Wayne, aber auch hier die Carolina sehr gut unterstützt. Mittlerweile schon 22 Flugzeuge runtergeholt. Jetzt sind wir mal gespannt, wann er seine nächsten Bomben wieder ins Ziel bringen kann und wird. Und jetzt da, ja, die Bismarck, die bietet sich da ein bisschen an. Ich bin gespannt, wie er diesmal den Anflug macht. Aber gerade mit Bomben macht sie natürlich von vorne Sinn, weil da kriegt man die möglichst größte Fläche vom Schiff nämlich drauf. Seitlich hat man natürlich sozusagen nur hier diesen Part. Wenn man von hinten oder von vorne ankommt, hat man das gesamte Schiff. Da sitzen einige. Der war nicht ganz so schlecht, würde ich mal sagen. Wir haben ihn vorher gesehen bei 48.000 Schaden, jetzt bei 70.000 Schaden. Also auch hier knapp wieder 22.000 Damage angebracht. Also da jetzt schon 70.000, jetzt muss er da nur ein bisschen weg. Aber ich glaube, mit dem einen Flugzeug, da kommt er nicht mehr weg. Das war es leider. Aber er probiert es nochmal Richtung St. Louis und Baltimore dazu kommen. Und da dreht er auch ab. Sehr clever gemacht. Da hat er nochmal ein paar Flugzeuge heil nach Hause bringen können. Also ich finde es auch ganz schön zu sehen. Hat er mir auch in die E-Mail reingeschrieben. Also ihr wisst ja, per E-Mail geht das Ganze, wie ihr mir das zukommen lassen sollt oder müsst. Steht aber auch nochmal im Detail in der Beschreibung hier unter dem Video. Aber er hat mir nämlich auch geschrieben, dass er versucht hat in dem Video besonders oder in dem Replay nicht nur jetzt die Low Tiers anzufliegen, also was weiß ich hier, Tier 8 Bismarck, sondern auch vorher die Missouri und auch Tier 10 wird er noch anfliegen. Das ist besonders spannend, denn ich denke mal, das ist natürlich immer schön zu sehen, was denn das Ding am Ende des Tages wirklich kann. Übrigens, für alle World of Warships und World of Tanks Zuschauer, wir werden leider bei dem Kanal ein bisschen splitten müssen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, oder es ist jetzt ab sofort wird so sein, dass die World of Tanks Videos in 4K dargestellt werden. Leider kann ich das nicht bei World of Warships machen, denn das Scaling vom UI ist leider absolut noch nicht angepasst für 4K. Das ist alles viel zu klein. Für den einen oder anderen ist es ja aktuell schon hier in 2K zu klein, aber daran kann ich nichts ändern und noch weniger werde ich einfach definitiv nicht eingehen. Aber 4K geht de facto gar nicht klar. Also schade, dass da Wargaming noch nicht irgendwie dran gebastelt hat, dass sie 4K unterstützen vom Scaling her. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein, dass man einfach das UI oder das HUD ein bisschen größer hinbekommt, aber aktuell ist es leider noch so. So, er hat sich jetzt hier an die Insel gefahren, deswegen kommt hier auch gerade diese Warnung auf und jetzt hier die Flugzeuge. Auf die Yamato. Oh, 42.000 Damage mal da hinterlassen. Das war ein satter Drop. Und man sieht, wo er steht hinter der Insel. Also da sollte er erstmal keinerlei Probleme bekommen. Aber das war ein satter Drop. Da hat mal die Yamato
richtig federn lassen müssen. Beziehungsweise mittlerweile ist er auch schon durch. Also die Bomben nach wie vor, wenn sie treffen, da treffen sie dann ganz ordentlich. Warte auf Anweisungen. Warte auf Anweisungen. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Bestätige. Aber nach wie vor ist das mein Ansatz und meine Priorität, den Kanal, die Qualität und alles nach wie vor für euch zu verbessern. Ich denke mal, stimmlich auf jeden Fall mit dem neuen Mikrofon hat es gut funktioniert. Da bin ich selber sehr zufrieden mit. Auch die Grafik würde gut kommen in 4K. Bei World of Tanks gefällt es mir sensationell. Daher sehr schade, dass ich das eigentlich grafisch ansprechende Spiel mit World of Warships nicht so darstellen kann, wie ich es gerne hätte. Man muss aber dazu sagen, besonders in diesem Replay, es gleicht jetzt ja eher einem Strategiespiel, denn einem wirklich optisch schönen Spiel. Von dem her, da ist es jetzt vielleicht halb so wild. So, jetzt fliegt er die Yamato nochmal an, beziehungsweise in dem Fall eine weitere Yamato. Und man sieht wieder, er kommt wieder von vorne, wieder direkt drüber. Bombendrops sind auch 22.000, nochmal 17.000 weg. 8 Bomben haben gereicht, um die Yamato komplett zu versenken und jetzt mittlerweile auf 150.000 Damage aufzustocken. Also, man muss schon sagen, so ganz schlecht ist sie jetzt nicht, die Graf Zeppelin. Mit geübten Fingern kann man da durchaus doch ordentlich noch Schaden anbringen. So, jetzt hat er hier leider, ja, das so ein bisschen versetzt, würde ich sagen. Aber auch da hat es gereicht, um die Iowa zu unterstützen. Also er hat ein gutes Auge da für sein Team. Gefällt mir sehr gut. Gruppe 4, startklar. Gruppe 4, in der Luft. Gruppe 5, startklar. Gruppe 6, startklar. Gruppe 5, behalte derzeitigen Kurs bei. Unser Team hat die Führung übernommen. Mittlerweile hat sich so ein bisschen gedreht. Der Gegner hat zwar gerade noch ein Schiff versenken können, aber sie sind trotzdem noch mit 5 Schiffen am Start. Der Gegner mit 4, also von dem her schaut es ganz gut aus da für sein Team. Da ist noch eine Yamato. Vielleicht wieder ein Ziel für ihn. Mittlerweile hat er ja gute Erfahrung mit der Yamato. Brennt er auch schon ordentlich und jetzt kommt hier die tödliche Fracht langsam an. Wir sehen, die Yamato fängt das Ballern an. Aber er kommt hier perfekt rein, kann ja super den Anflug gestalten. Und da schauen wir, was jetzt passiert. Huhuhuhu. Holy fuck! 55.000 Schaden. Alter Verwalter. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Yo. 205.000 Schaden. Und was war denn das für ein letzter Drop? Und der Gegner schreibt auch, yeah, fucking sure. Holy moly. Da muss man sagen, läuft richtig gut. Jetzt sind es nur noch 2 Schiffe, die der Gegner da mit sich bringt. Okay, nur noch 1 Schiff. Und das ist der gegnerische Flugzeugträger. Also, man sieht bei Delarus im Chat, dass er definitiv auf seine Kosten kommt. Also dem macht es definitiv Spaß.
Jetzt jagt er da den die gegnerischen Flugzeuge, einfach um natürlich aufzuklären und aufzudecken, wo denn der Gegner sich überhaupt befindet. Wäre jetzt so die Möglichkeit, mal mit Volldampf Richtung Gegner zu fahren, einfach um so ein bisschen die Distanz zwischen sich und dem Flugzeug ein bisschen zu minimieren und dann den Anflug zu reduzieren. Macht er gerade nicht, der steht da immer noch hinter der Insel. Das wäre jetzt so bisher wirklich das Einzige, wo ich sagen kann, hätte man vielleicht ein bisschen früher schalten können, aber ansonsten macht er hier ein sensationelles Play. Da gibt es gar nichts zu merken. Nochmal ein paar Flugzeuge weggebolzt. Also das läuft wie ein Länderspiel, würde man sagen. Zumindest wenn es um was geht. Freundschaftsspiele lassen wir einfach mal außen vor. So, da sehen wir, okay, da drüben war der Flugzeugträger schon mal nicht. Da hat der Gegner das sehr clever gemacht. Hat da einfach mal sozusagen angetäuscht. Dass er da unten rechts stünde, aber hat er nicht getan. Deswegen fliegt er jetzt mit seinem Flugzeug mal in genau die andere Richtung. Ja, Tickets laufen natürlich auch komplett zugunsten seines Teams. Vielleicht ist das so die letzte Hoffnung von dem Flugzeugträger, dass er eben nicht drauf geht, weil die Tickets einfach durchdrücken. Da ganz im Eck steht sie und wartet. Aber wir sehen die Tickets so gut wie durch. Ich sage auch schon mal langsam tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.